Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Let's Build Azkaban mit den Leuten im Hintergrund. Und Leute, heute ist eine ganz besondere Truppe hier am Start. Haltet euch fest, und das war wirklich Zufall, auch wenn mir das jetzt keiner glauben wird, aber es war wirklich Zufall. Wir haben einmal die Barbara Phoenix aus Hufflepuff. Hallo Barbara. Dann haben wir die Jackie Snape, ebenfalls aus Hufflepuff. Dann haben wir die Maisherz, ebenfalls aus Hufflepuff. Und zu guter Letzt noch die Diana Hufflepuff aus Slytherin. Achso, nee, aus Hufflepuff. Und ja, dass ich ein Hufflepuff bin, das wissen wir, glaube ich, mittlerweile fast alle. Und ja, also eine komplette Hufflepuff-Bauteam-Runde heute. Und ja, das war wirklich Zufall, weil ich gucke in meinem Chat so und dann nehme ich einfach die Namen, die mir ja spontan in den Sinn kommen und wo ich glaube, die schon länger nicht mehr mitgeholfen haben. Und heute war es halt wirklich eine reine Hufflepuff-Gruppe und habe mich selber gewundert. Aber wie gesagt, das glaubt mir eh keiner. Wir werden heute an zwei Aufgaben arbeiten. Die erste Aufgabe wird sein, dass ich hier mich an den neuen Zellen versuche, die auf diese Seite gebaut werden. Ich finde, das sollte mal angefangen werden, um das schon mal so, ja, ein Gefühl dafür zu bekommen. Während die anderen Leute in der ersten Hälfte der Folge helfen werden, die ganzen Fackeln hier umzugestalten, weil ihr wisst ja, diese Fackel hier ist nicht die richtige, die wird ja jetzt von uns ersetzt durch diese hier. Und ja, das ist jetzt eine Aufgabe, die die Leute in der ersten Hälfte machen werden, weil ich habe Angst, dass wir am Ende alle an dieser Aufgabe mit den Zellen arbeiten und wir uns dann nur auf den Füßen stehen. Deswegen in der ersten Hälfte die Fackeln, während ich das mache, und in der zweiten Hälfte werden sie mir helfen. Genau, aber damit mein Team jetzt auch schon weiß, dass es losgeht, schreiben wir natürlich wieder das obligatorische Slash Go, und damit geht es los, Leute. Hufflepuff schwärmt aus. Yay. Und ich habe auch ein bisschen Sorge, dass die heutige Folge wieder sehr, sehr kurios und ja, eventuell auch ein bisschen, ja, unproduktiv werden könnte, weil ich Sorge habe, dass ich mich schwer tue bei der heutigen Bauaufgabe. Aber ich habe schon vor der Folge ein ganz kleines bisschen ausprobiert und mir zumindest da diesen Cobblestone vorhin als Markierung gesetzt, damit ich weiß, dass ich in der Höhe anfangen muss, weil der Gang wird 4 Steine breit sein. Also bei den meisten Flächen ist er 4 Steine breit, oder eigentlich bei allen, das habe ich auf der anderen Seite schon überprüft. Und auf der anderen Seite ist dieses Mauerwerk hier parallel zu den Zellen. Das heißt, wir müssen eigentlich nur, ja, danach arbeiten. Das heißt, wir sehen, da ist ein Einer, dann machen wir da auch ein Einer. Jetzt kommt da ein Zweier, also machen wir auch ein Zweier. Jetzt kommt noch ein Zweier, dann machen wir auch ein Zweier und ein Einer und ein Zweier. Und ja, immer nach diesem Rhythmus. Also sollte da eigentlich gar keine Komplikation hinterherrschen. Aber, naja, ich bin ja manchmal so ein bisschen schwer von KP und ein bisschen ist gut. Und von daher, naja, werden wir jetzt rausfinden, ob eventuell vielleicht doch sich irgendwo ein Fehler reinschleicht. Ich hoffe jedenfalls nicht. Und Moment mal, hier ist ja schon direkt ein Fehler. Das kann gar nicht sein, weil 3 Steine haben wir nirgendwo verbaut. Das heißt, wahrscheinlich kommt da eigentlich der Block hin. Und hier kommt eigentlich gar keiner hin. Ja, aber zumindest habe ich selber rausgefunden, Leute. So, ja, das bedeutet aber wiederum, dass wir jetzt mal schauen müssen, wie das vom Rhythmus her ist. Hier haben wir ein Zweier, das ist sehr, sehr gut, weil dann kommt jetzt ein Dreier, dann noch ein Dreier und dann jetzt noch ein Dreier. Das heißt, wir wissen jetzt schon hier, wie das ganze Prozedere weiter verläuft. Und jetzt kommt wieder ein Zweier. So, und jetzt kommt wieder ein Dreier. Moment mal, ich mache das wirklich richtig. Ich bin gerade wirklich ein bisschen verblüfft, Leute. Wobei, doch, lol, ich mach das wirklich richtig. Ich weiß nicht wieso, aber ich mach's wirklich richtig. Ich guck mir das gerade nochmal an, weil ich gerade mein Glück kaum selber fassen kann. Aber es sieht gut aus. Da haben wir, wie gesagt, den Zweier. Der deutet an, dass eben da ein Zweier ist, logischerweise. Und der Rhythmus ist ja 2, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 2, 1. Genau, falls jetzt irgendjemand gerafft hat, was ich damit meine. Ja, jetzt haben wir hier den Dreier, dann noch einen Dreier, dann noch einen Dreier. Jetzt kommt der Zweier, dann kommt der Dreier und jetzt kommt hier ein Einzelner und dann so und so. Ja, das sollte eigentlich der Rhythmus sein, also wenn ich mich jetzt hier nicht vertue. Aber wir sehen schon, hier müsste... Ja, ich glaube, hier ist ein kleiner Fehler. Ja, es läuft nämlich nicht ganz parallel. Ich glaube aber, da müsste das Problem hier an dieser Leiste liegen und nicht, ja, daran, dass wir falsch gebaut haben. Von daher machen wir es jetzt einfach mal so. Ich nehme hier immer den Eckstein jeweils weg und dann passt das auch wieder. So, zack, zack. Und, ja, nochmal hier. Wunderbar.
und jetzt liegt es parallel dazu, jetzt müsste es richtig sein. Es sei denn, Carmen schreibt mir wieder in die Kommentare, dass es nicht richtig ist. Dann habe ich natürlich nichts gesagt, aber ich glaube nicht, dass das der Fall ist, Leute. Ich drück mir einfach mal selber die Daumen. So, jetzt müssen wir natürlich die Zellen auch jeweils unterteilen und da liegt das nächste große Problem. Denn, ja, wie mache ich das denn jetzt genau? Und, ich glaube, wir fangen mal an der Seite an, weil da wird die Wand ja schon dargestellt durch diese, ne, durch die Abgrenzung hier. Und eine Zelle, ja, wie groß ist nochmal eine Zelle? Eine Zelle ist ja eigentlich immer, ich glaube, wenn wir die so bauen, oder? Ich glaube, ich nehme erstmal einen anderen Stein, Leute. Ich weiß zwar, dass dafür der Azkaban-Stein genutzt werden soll, aber damit wir am Ende wissen, welche Steine wo gesetzt wurden, damit wir einen besseren Überblick behalten, mache ich das jetzt erstmal so. Ich gehe nochmal schnell rüber, Leute. Ich gucke mir das nochmal eben auf der anderen Seite an, weil da war es ja richtig gebaut. Und ich will jetzt gerade kurz auf Nummer sicher gehen, weil ich wirklich Angst habe, die Aufgabe wieder in die Tonne zu hauen. So, wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja, und die Breite, die vor allem wichtig ist, und die beträgt 5 Steine bei der breitesten Stelle. Und ich glaube, das müsste sogar überall der Fall sein. 1, 2, 3, ja, sind überall 5 Steine. Also, 5 Steine müssen wir beherzigen und solange das auf der anderen Seite genauso ist, müssten wir eigentlich richtig liegen. Nur ich glaube, meine eine Mauer da war definitiv nicht richtig gesetzt, weil die war zu breit, glaube ich, oder? Wartet mal, 1, 2, 3, 4, 5. Die ist nicht richtig gebaut. Dann setzen wir sie einfach mal so. Wunderbar. So, und nehmen diese Wand hier nochmal gerade kurz raus. Ach herrje, Leute, das wird echt eine spannende Sache. Aber wir müssen ja auch hier später gucken, ob wir die Wand noch ein bisschen verändern, damit hier nicht diese ganzen, ne? Also, dass wir das hier so zubauen, dann haben wir eine größere glatte Wand. Oder das hier zum Beispiel. Aber jetzt haben wir hier einen Abstand von 1, 2, 3, 4, 5 Steinen. Sehr, sehr gut. Okay, dann machen wir das jetzt erstmal so weiter, würde ich sagen. 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, das nächste kommt hier hin. 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, wieder hier eine Zellenwand, 1, 2, 3, 4, 5, also wieder hier, so, und die letzte ziehe ich jetzt erstmal, 1, 2, 3, 4, 5, das heißt wieder hier, und da sind die Kisten natürlich erstmal schön im Weg, kein Problem, machen wir später, aber von der Zellenplatzierung her sollte das jetzt eigentlich richtig sein, und auch von den Größenverhältnissen her sieht das ganz passend aus, nur die Fackel müssen wir jetzt hier nochmal verändern, weil, ja gut, sie haben die jetzt schon direkt umgeändert, das ist aber auch kein Fehler, weil die Fackeln können wir ja später einfach woanders hinsetzen. So, einmal die Fackeln weg, weil die Gefangenen sollen ja möglichst die Lichtquellen nur vom Gang aus bekommen. Selber Lichtquellen in den Zellen würde ich eher vermeiden, weil es erstens dunkler aussieht und zweitens, weil sie dann an das natürliche Licht gefesselt sind, eben an das natürliche Licht von außen beziehungsweise vom Flur aus. Ja, ich finde das ein bisschen schummriger und passt besser zum Gefängnis irgendwie, keine Ahnung. So, also, die Zellen sind jetzt jeweils schon mal aufgeteilt und jetzt müssen wir natürlich gucken, wie das mit den Türen aussieht. Und ja, bei den Türen selber muss man ja sagen, ja, ist schwierig, weil, naja, sie sind halt hier so schräg platziert und das macht die Sache leider nicht ganz so einfach. Und die Türen liegen auch nicht parallel zu dieser Seite, merke ich gerade. Aber auch das ist kein Problem und war auch schon eigentlich absehbar. Die erste Tür zimmer ich jetzt einfach mal an... Nee, warte, wir machen das anders, Leute. Ich ziehe erstmal die Wände hoch, weil das ist auf jeden Fall richtig oder ziemlich sicher richtig. Und danach gucken wir, wo die Türen rein sollen. Ich glaube, das ist praktisch am Ende, weil wir dann, ja, es leichter auch haben irgendwie, glaube ich. Ich weiß es nicht, Leute. Ich reime das gerade irgendwie selber zusammen. Aber ich hoffe, dass ich hier alles richtig mache. Soll ich mir schon von den anderen Leuten helfen lassen? Ich weiß jetzt nicht, ob die Aufgaben hier schon ausführlich genug sind, damit man hier viel machen kann. Aber wir werden es gleich rausfinden, Leute. Hier übrigens wird das Ganze, ja, eigentlich auch noch abgebaut. Naja, wobei, nee, hier muss noch ein Gang gebaut werden. Also hier muss die Mauer weitergeführt werden. Aber, ja, das können wir gleich auch noch eben in Angriff nehmen. Dafür muss aber die Mauer da weg, ne? Oder? Nee, warte mal, die muss gar nicht... Ich weiß es gerade gar nicht so genau. Müssen wir gleich mal über... Nee, da muss die Mauer auf sein. Da muss die Mauer auf sein. Hier kommt die Zellenwand hin und da muss die Mauer auf sein, damit man von diesem Gang auf diesen Gang hier kommt.
Oh Leute, das ist alles so spannend hier. Ich bin so unglaublich hyped, wie das am Ende aussehen wird. Und vor allem, wie das ja alles zueinander passen wird. Weil das ist ja noch mehr oder weniger alles auf gut Glück gebaut. Entweder es klappt alles am Ende und wir haben ja gut gebaut und es stimmt alles überein und passt zusammen, wie so Puzzleteile eben. Oder wir kriegen halt Probleme über Probleme. Aber bisher glaube ich das eigentlich nicht, weil wir sind sehr gut dabei. Höchstens eventuell bei der Spitze hinten könnten wir noch Probleme bekommen. Oder, ja, was sonst noch? Eigentlich nichts, ne? Ich glaube, wir sind sehr, sehr gut dabei insgesamt. Aber ich will jetzt auch noch nicht zu viel sagen, weil ich Angst habe, dass ich, ja, zu zuversichtlich bin. Und am Ende haben wir dann doch Fehler und dann ärgere ich mich wieder, dass ich, ja, das nicht gecheckt habe. So, hier kommt die erste Tür schon mal rein. Hallo, Barbara, na? Ich weiß noch nicht genau, ob ihr mir hier helfen könnt. Ja, ich gucke jetzt nochmal gerade eben. Oh Mann, ich habe ihnen eigentlich gesagt, dass ich ab der zweiten Folgenhälfte deren Hilfe gebrauche. Aber ich bin noch nicht so ganz sicher, ob ich hier alles richtig mache. Ja, sie fragt mich jetzt auch schon nach Hilfe. Die Frage ist halt, ob sie sich die Arbeit hier selber schon geben können. Ob sie verstehen, wie es weitergebaut werden soll. Ich schreibe einfach mal. So, BC, wenn ihr nachvollziehen könnt, was ich baue, könnt ihr gern helfen. Lachender Smiley. So, ja, dann hoffe ich einfach mal, dass das jetzt alles gut geht, weil das ist halt immer mal wieder ein großes Problem innerhalb der Bauaufgaben, dass ich nicht so genau weiß, ob die Leute nachvollziehen können, was ich hier mache. Und ja, dann ist es natürlich auch schwer, innerhalb der Folge, während ich hier aufnehme, das Ganze schriftlich zu erklären, weil das dauert natürlich auch seine Zeit. Also ich sag mal so, wir sind eigentlich vor jeder Folge mindestens 15 bis 30 Minuten am Planen und am Organisieren. Und dadurch sind die LBH-Folgen an sich und auch die LBA-Folgen an sich, ja, wesentlich aufwendiger geworden in der Produktion, weil halt die ganze Vorbereitungszeit noch mit einfließt. Aber ich persönlich finde es trotzdem schön und ich finde, es ist ein sehr schöner Effekt und, ja, ist auf jeden Fall die ganze Sache auch wert. So, baue noch eben die letzten Fackeln um. Alles klar, Jackie. So, 1, 2, 3, 4, 5. Und dann kommt hier... Ey, Leute, das grenzt sogar optimal hier an. Ich mache mir gleich in die Hose vor lauter Freude, Leute. Ja, das bedeutet, wir machen das hier einmal so. Weg, 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 weil da kommt eine massive Wand hin. So. Und das hier müssen wir eigentlich auch aufmachen, ne, weil der Gang ja hier weitergebaut wird. Und wir müssen diese Plattform nochmal ein bisschen weiterbauen, weil ihr seht es gerade, sind nur 3 Steine, es müssen aber 5 sein. 5 insgesamt, 4 davon müssen begehbar sein. Jetzt die Frage, wie gehe ich das am besten an? Ich glaube, so am besten, so zack, dann nochmal hier, so und so und so und so und so. Wunderbar, Leute. Ey, das geht heute alles sehr, sehr gut auf. Ich bin mehr als nur hyped. Ich weiß auch gerade gar nicht, wie lange das gut geht, aber hoffen wir einfach mal das Beste. Also bei so einer Glücksbauphase, wie ich sie jetzt gerade habe, ne, sollte man einfach mal hoffen, dass es so bleibt. Jetzt bräuchte ich nochmal ein paar Mäuerchen. Also Steine haben wir zum Glück genug, aber sind hier vielleicht noch so Mäuerchen? Eventuell, das sieht ehrlich gesagt... Ah, doch, da. Wundervoll, Leute. Ey, ich habe heute echt eine Glückssträhne. Wahnsinn. So, damit haben wir jetzt hier den Gang weitergebaut. Und so meinte ich das übrigens vorhin. Also hier wird die Wand zugebaut. Und, genau, der Gang führt quasi von hier so lang. Und dann kann man eben auf die Seite auch noch kommen. Sehr, sehr, sehr nice. Okay, dann gehen wir jetzt mal weiter dazu über, die Türen reinzusetzen. Weil dann verstehen die anderen Leute wahrscheinlich auch etwas besser, wie das gemacht werden soll. Und, oh nein, 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 sie bauen die schon direkt vor. Okay, wartet. Warte mal, Barbara, ich gebe dir mal den Azkaban-Stein. Barbara, hier, guck mal, Barbara, warte. Warte, Barbara, hier hast du den Azkaban-Stein. Den musst du dafür nehmen. Ja, sie kann das jetzt nicht wissen, das ist meine Dummheit, Leute. Weil, na, wenn ich das hier vorbaue, dann ist natürlich erstmal nur für mich klar, was ich mir dabei denke. Aber für die anderen Leute natürlich nicht. Deswegen, die Azkaban-Steine soll denen jetzt als Hinweis dienen. Oder ich mach... Wir spielen einfach mal ein Spiel, Leute. Wie nennt man das nochmal? Pantomime, glaube ich. Genau, so ähnlich. Wir setzen einfach hier einen Azkaban-Stein rein und dadurch muss sie oder sollte sie merken, dass das da eigentlich der richtige Stein ist. So. Ja, sie ergänzt es sehr gut, Barbara. Brave Barbara. Sehr cool. Ja, hat geklappt, Leute. Jetzt hoffe ich nur, dass die anderen Leute das auch verstehen. Weil, ne, jetzt weiß Barbara das zwar, aber die anderen Leute natürlich nicht. Wisst ihr jetzt, was ich mit dem Struggle meinte in den Baufolgen? Aber naja, ist nicht so schlimm und ich mache mir da auch keinen Hehl draus. Also, ich bin da jetzt nicht irgendwie genervt von oder so. Weil ich weiß ja, dass es nicht anders geht oder kaum besser geht. Aber,
Ja, wir kriegen das schon hin, Leute. Wir sind ja eine große Hufflepuff-Runde, da hat eh keine Anforderungen. Und von daher, nix Problem, Leute. Aber was ich mal eben machen möchte, ist hier die Wand zuzumachen. Weil das meinte ich vorhin mit einem Puzzle, Leute. Also, es funktioniert hier alles. Die Wand passt auf die Wand, also... diese Wand hier grenzt an diese Wand und die Zellen haben alle die richtige Größe, als hätten wir das am Anfang alles abgezählt und geplant, was wir natürlich nicht haben. Und das ist einfach, ja, absolut awesome, dass das so funktioniert. Und hätte ich niemals erwartet. Aber naja, ich bin froh, dass es so ist. Jetzt müssen wir uns aber gerade mal überlegen, die Zellen selber sind ja drei Steine oder vier Steine von innen hoch. Nee, da gucke ich lieber nochmal nach, Leute. Sicher ist sicher. So. Einmal rübergehen und dann einmal die fertigen Zellen anglotzen. Hallöchen, und der war auch schon mal etwas fitter, glaube ich. Ja, und eine Zelle ist insgesamt drei Steine hoch und hat einen Doppelboden, ne? Ja, genau, und hat einen Doppelboden. Das muss man sich natürlich auch merken, weil das muss jetzt natürlich auch auf die nächsten Zellen hier umgesetzt werden. Und bedeutet, ich würde sagen, wir machen schon mal die Zelle bei Barbara zu, weil dann haben wir hier eine Vorlage und können nach dieser Vorlage bauen. Das ist sehr praktisch. So, drei Steine hoch bedeutet, die erste Decke kommt hier hin. So. Wunderbar. Und nach dieser Vorlage bauen wir jetzt alle weiteren Zellen. Und was ich jetzt gleich auch nochmal machen muss, ist, die Wände ein bisschen, ja, zu verputzen. Was ich mit verputzen meine, zeige ich euch nämlich genau dieses Phänomen hier. Weil, wenn wir hier eine Tür reinsetzen würden, dann sähe das ja mega kacke aus, weil diese Wand hier nicht auf einer Ebene ist. Ich könnte euch das eigentlich zeigen, aber ihr versteht, glaube ich, was ich meine. Deswegen gehen wir her und ändern einfach den Winkel hier künstlich. Das heißt, wir machen sowas hier. Oder wir könnten auch den Weg gehen, wartet mal eben. Ich glaube, wir hätten noch eine alternative Möglichkeit. Und zwar, wenn wir hergehen und das hier machen. Ne, dann hätten wir von innen das Ganze erreicht. Und nee, das ist ja auch, glaube ich, besser. Nee, wir müssen das sogar von innen machen, Leute. Weil, ja, nur von innen haben wir die Möglichkeit, frei zu gestalten. Von außen muss das natürlich den Abstand hier beibehalten. Also, ja, da sind wir schon eingegrenzt in unseren Möglichkeiten. Und hier bin ich gerade am Überlegen, ob wir diese Wand einfach so zubauen. Ja, ich glaube, das machen wir auch einfach so. Weil wenn die Zelle hier ist erstens sowieso zu groß und zweitens wirkt eine Zelle viel besser, wenn sie eben etwas geradliniger ist. Hier werden wir es einfach so machen, das reicht eigentlich. Gut, dann kommt jetzt, wobei hier muss auch noch eine Wand rein, so, perfekt. Weil sonst sieht das am Ende blöd mit dem Fenster aus. So, einmal durchgraben hier. Oh, die Insel ist schon sehr, sehr breit, aber wir können es trotzdem noch hinkriegen, da ein Fenster reinzusetzen. Und ich mache mal kurz Slash Ahoi. Dann bricht schon mal ein bisschen Sonnenlicht hier rein und dann sieht man auch schon, wie beleuchtet das Ganze hier ist, auch ohne, ja, eine Fackel in der Zelle. Gut, dann geht's jetzt hier weiter. Und ja, die Höhe behalten sie auch bei. Sehr, sehr nice. Es funktioniert super. Also, ich habe mir ein tolles Bauteam hier zusammengesucht. Das ist sehr nice. Gut, dann nochmal hier das eben reinklotschen. Und ja, hier die Wand müssen wir auch mal ein bisschen überarbeiten. So, zack, zack, zack. Wunderbar. Und ja, hier das müssen wir einmal zumachen. Und ja, reicht ja eigentlich, oder? Dann nochmal eben das Fenster hier reinplatschen. So. Und damit ist diese Zelle hier auch einrichtbar. Wie nennt man das? Einrichtbar? Also bezugsfähig, ja genau, sie kann bezogen werden von einem Gefangenen. So, Fackelmuster weg. Und dann einmal die Decke, 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 Decke. Ey, lol, was war das? Verwirrend. Da kam plötzlich eine Fackel her. Gut, und jetzt müssen wir natürlich hier nochmal das Ganze verkleiden. Und das mache ich, indem ich das hier einmal zumache. Und dann setzen wir hier schon mal das Fenster rein. Wenn es sich denn reinsetzen lässt, die Steine backen wieder ein bisschen. Yay! Oh Mann, das ist so cool. Guckt mal, wie breit das Ganze hier schon ist, weil die Insel direkt da angrenzt. Und ja, ich finde den Effekt irgendwie mega, mega nice. Gut, dann kommt jetzt hier noch eine Wand hin. So, dann haben wir hier die Möglichkeit, eine gute Tür reinzusetzen. Und ja, dann geht's hier im Text weiter. Boah, die Leute sind wirklich mega geil am... Also wirklich mal Props an mein Bauteam gerade. Dass sie alle da so fleißig dran arbeiten, ohne dass ich das so richtig erklärt habe, ist mega, mega cool. Und ja, Props auf jeden Fall. Aber Barbara, ich muss mal kurz hier weg, ich muss da nämlich einen Stein reinsetzen. Dankeschön! Gut, dann nochmal hier die Decke und dann würde ich sagen, kommen wir auch langsam aber sicher mal zum Ende der Folge. War jetzt natürlich nicht die absolut innovativste Folge, wobei doch eigentlich schon. Wenn man bedenkt, dass wir heute in der Folge eine Aufgabe gemacht haben, die einzigartig ist, nämlich, dass wir zum allerersten Mal auf dieser Seite hier Zellen gesetzt haben. Das haben wir nämlich bisher noch gar nicht gemacht, oder?
Ja, doch, doch, doch. Ja, gut, auf der Geraden. Aber die Geraden ist ja leicht. Aber das ist das erste Mal, dass wir auf dieser Seite hier schräge Zellen gesetzt haben. Auf der anderen Seite haben wir das ja noch gar nicht. Und hier haben wir den Gang selber. Wir haben hier die Zellen soweit, wo die Türen später reinkommen. Und das gleiche Prozedere wie da wird natürlich auch umgesetzt. Also hier kommen demnächst dann noch die neuen Ebenen drüber. Und die neuen Zellen natürlich auch. Und das wird auf jeder Seite passieren. Und jetzt haben wir hier zum Beispiel auch das erste Mal, ja, ein Gefühl dafür, wie man um die Ecke kommt. Und ja, irgendwie tut mir der Gefangene hier schon ziemlich leid, weil, naja, der sieht raus und hat hier auch nur so eine Steinwand, die er sich angucken kann, während ein Gefangener in dieser Zelle hier zum Beispiel, ja, gut, der kann auch nicht so viel, mega viel sehen, aber, ich glaube, zum Beispiel, wartet mal, diese Gefangenen hier können sich zumindest gegenseitig grüßen, ne, von Zelle zu Zelle, hallo, na, was geht bei euch, oder so ähnlich, genau, ich habe eine rege Fantasie, Leute, ja, gut, Steine habe ich noch ein paar. Ich würde sagen, nutzen wir noch mal ein, zwei Minütchen der Folge, um noch ein bisschen weiter zu bauen. Weil es macht auch ehrlich gesagt sehr, sehr viel Spaß hier gerade. Weil alles so gut funktioniert und weil keine Probleme auftauchen. Und nein, damit habe ich nicht gerechnet. Ich dachte eigentlich, also, dass ein Problem durchaus auftritt. Aber wir haben ja jetzt mittlerweile auch schon so viele Zellen gesetzt, dass wir ein Gefühl dafür bekommen, wie es genau gemacht wird. Und das merke ich ja auch bei den Leuten hier. Entweder haben sie vielleicht auch einfach den gewissen Intelligenzquotienten, um das Ganze richtig zu bauen. Oder sie haben es einfach auch schon in den Folgen sehr oft gesehen, wie wir es gebaut haben. Und ja, das ist ein sehr cooler Effekt, wodurch wir natürlich auch hier sehr, sehr gut weiterkommen. So, Zellenwände sind schon mal platziert. Da müssen wir den unteren Stein nachher nur noch mal ergänzen. Und ich würde sagen, dann setze ich hier auch schon mal die Decke rein. Ich hoffe, sie wissen auch, dass die Decke zwei Steine dick ist. Da bin ich mir jetzt gerade gar nicht so sicher. Aber das finden wir nachher raus, Leute. Oder, nee, ich ziehe jetzt, sobald die Zelle hier fertig ist, nochmal kurz die erste vor. Weil dann sehen sie das, ja, da haben sie ein Musterbeispiel. Ich glaube, Musterbeispiele sind sehr, sehr praktisch bei so einer Aufgabe. So, das heißt, ich nehme mir mal kurz, haben wir einen Besen am Start? Nö, natürlich nicht. Wieso habe ich keinen Besen? Ja, was mache ich? Dann buddel ich mich kurz mit Stein nach oben, Leute. So, und zwar müssen wir jetzt, ja, sie haben es freigelassen, oh mein Gott, Bauteam, ihr seid wirklich, tut mir leid, dass ich euch Bauteam nennen muss, also Hufflepuff-Bauteam, ihr seid wirklich, wirklich richtig gut, denn ihr habt auch behalten, dass jetzt hier drauf eine komplette Cobblestone-Schicht kommt, weil der Boden einer jeden Zelle besteht ja aus Cobblestone und ist zwei Steine dick und genau das müssen wir jetzt natürlich auch hier umsetzen, bedeutet, hier kommt eine Cobble-Schicht drüber. Und sie haben extra dafür die Fläche freigelassen. Wow, ich bin beeindruckt, Leute. Es klappt mega gut. Ich könnte jetzt auch einen ganzen Livestream machen. Kein Problem. Bautechnisch kommen wir richtig gut vorwärts. Aber die eigentlichen umfangreicheren Aufgaben, vor allem Bauaufgaben, wozu auch diese Zellen hier gehören, sind auf jeden Fall Livestream-Aufgaben für Let's Build Azkaban. Und deswegen werden wir die ganzen Zellen wahrscheinlich eher in den Livestreams bauen. Aber jetzt haben wir hier nochmal eine sehr innovative Aufgabe gemacht, weil wir zum ersten Mal die Zellen auf der schrägen Seite, auf der anderen Seite gebaut haben. Und wir auch zum ersten Mal diesen Übergang da hinten gebaut haben, der, ja, besser funktioniert, als ich es erwartet hätte. Auf jeden Fall. Oh Leute, das macht so Spaß. Also Let's Build Azkaban ist einfach ein richtig, richtig geiles Projekt. Und ja, so wie wir vorwärts kommen, macht es einfach doppelt und dreifach viel Spaß. Weil eine Bauaufgabe ist umso toller, je besser man vorwärts kommt und je schöner das Endergebnis ist. Und bei Let's Build Azkaban ist das Endergebnis halt einfach so unglaublich schön, dass ich ja an Motivation quasi übersprudel, allein wenn ich hier dran baue. Aber ich denke, da geht es manchen von euch bestimmt ähnlich. So, damit haben wir jetzt hier auch schon etwas weitergebaut. Ich nehme nochmal schnell das hier weg, nicht, dass jemand denkt, hier kommen irgendwelche Kobbelsäulen hin oder so. Und damit haben wir die ganze Geschichte soweit fertig gebaut. Maiserz baut gerade die nächste Ebene, die ja auf der fünften Stufe steht. Und das hat er richtig. Ja, nice. Maiserz, das machst du richtig. Sehr gut. Oh mein Gott, Leute, es klappt alles super. Ja, aber ich komme jetzt langsam mal zum Ende. Weil, ne, sonst wird die Folge hier wieder viel zu lang. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Gerne auch ein Abo auf meinem Logo. Und dann sehen wir uns wieder bei dem nächsten LBA-Livestream am Samstag. Oder bei anderen Videos auf meinem Kanal. Dann morgen schon direkt um 14 Uhr, um 16 Uhr. Und genau, ich würde mich sehr freuen, Leute. Habt einen schönen Tag und lasst mir auf jeden Fall gerne Feedback in den Kommentaren da. Macht's gut und ciao.